Yo, was geht ab, Leute? Euer Vanky ist back. Und weil zurzeit mega Hype über die komische Marina Choice oder so ist, wollte ich auch mal ein Video darüber machen und meine Meinung so dazu sagen, was ich so denke, was da ist und was da passiert. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, das ist meine Meinung, ich weiß nicht 100%, ob das alles stimmt und so, weil ich meine, ich bin jetzt kein Sherlock oder so und weiß alles drüber und ich habe ein bisschen nachgeschaut, so ein paar Videos auch geguckt und ja, eben meine eigene Meinung dazu gemacht. Und weil es gibt Theorien, dass sie zum Beispiel gekidnappt, also entführt worden ist, und dass sie die Videos jetzt, weil man sieht irgendwelche Finger im Video oder so, dass sie hier stehen muss oder so, oder das komische Skript und so. Aber ich glaube, das ist absoluter Schwachsinn, weil ich glaube, die Polizei war ja auch schon da, oder glaube ich, irgendwo ist mal gestanden, dass die Polizei schon da war abgecheckt hat, und die haben gesagt, da ist alles in Ordnung, halt so, dass sie nicht entführt wurde oder so. Also das glaube ich jetzt eher auch nicht, dass die entführt wurde von einem Freund oder so, weil das wäre ja absolut behindert eigentlich. Und ja, dann das zweite ist, dass es alles nur so gemacht worden ist, weil die hat 60 Abos oder so am Tag gemacht früher. Und jetzt hat die, glaube ich, in 3 Tagen 1 Million Abos gemacht. Also die, ja, bei dem einen Video, wo sie sich so umdreht und so behindert schaut, Digga, die hat da 27 Millionen Aufrufe gemacht. Also das kann schon auch so sein, dass die einfach einen mega Hype machen wollte über sich, also dass sie richtig hochgepusht wird in YouTube auf jeden Fall. Was ich am ehesten glaube noch, dass das alles so gewollt ist, weil das andere kann ich mir irgendwie alles nicht vorstellen, außer noch, dass sie vielleicht Drogen nimmt oder so, weil ich habe mir dann ein paar Videos angeguckt so, und in alten Videos war sie wirklich anders, aber eben das kann wirklich sein, weil sie das halt so machen wollte, dass sie mega Hype kriegt und dass, keine Ahnung, wie viele Leute ihre Videos anschauen, abonnieren, und ich weiß es nicht, aber sie kann auch irgendeine Krankheit oder so bekommen haben, aber ich glaube es eher nicht, weil das wüsste man irgendwie. Und ja, ich wollte eigentlich nur ein kurzes Video so darüber machen. Also ich glaube am ehesten, dass es eher so, dass sie einen mega Hype draus machen wollte halt, weil in Twitter zum Beispiel der Hashtag Save Marina Choice oder irgend sowas, ich keinen Plan, da ist der mega Hype zur Zeit. Ich glaube, da ist Trend Nummer Uno, Leute. Nee, aber es ist echt heftig, weil in 3 Tagen 1 Million Abos machen ist schon, also könnte ich mir schon gut vorstellen, Digga. Kann man schon machen. Nee. Und das mit den Drogen kann auch sein, aber ich glaube eher nicht, dass das mit Drogen zusammenhängt, weil wenn man Drogen nimmt, muss es ja nicht sein, dass man in den Videos oder so behindert tut oder so ein Scheiß alles ist und so. Und ja, also ein kurzes Video hier über das Thema. Im Hintergrund habt ihr ein Gameplay gesehen. Entweder ist es von mir oder von irgendjemand, also wenn es von jemand anderem ist, checkt auf jeden Fall in der Infobox den aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.